In Valheim ist die Schmiede sehr, sehr wichtig, denn so kommt ihr in die verschiedenen Zeitalter, also Bronze, Eisen, Silber, und somit begleitet sie euch auch durchs gesamte Spiel. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf diesem Kanal gibt es schon einige Valheim-Videos und es kommen wöchentlich welche hinzu. Wenn du also darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Als allererstes wieder die Vorbereitung, also ihr müsst den ersten Boss besiegt haben. Wie das funktioniert, verlinke ich euch oben, habe ich ein Video dazu gemacht. Und dann müsst ihr euch schon mal eine Spitzhacke craften, auch ganz, ganz wichtig. Außerdem solltet ihr eure Lederrüstung aufgerüstet haben, denn wir müssen in den Dunkelwald und da kann es gefährlich werden. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir gehen in den Dunkelwald. Und zwar müsst ihr ein bisschen tiefer rein in den Dunkelwald, denn hier gibt es Kupfervorkommen. Wenn ihr da mit eurem Cursor rüber geht, dann seht ihr das auch, bekommt ihr angezeigt, ne? Kupfervorkommen. Glänzt auch so ein bisschen und die befinden sich also eher mittig im Dunkelwald. Hier könnt ihr einfach eure Spitzhacke auspacken und draufklöppeln. Und mit etwas Glück gibt es dann Kupfer. Wir haben jetzt hier nur Stein rausbekommen. Passiert häufiger mal. Sehr schön. Hier war jetzt auch Kupfererz mit dabei. Das sind 3 Stück. Wir brauchen insgesamt schon mal 6 für die Schmiede. Das heißt, wir machen also noch weiter. Wenn ihr 6 Stück zusammen habt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal das, was ihr für die Schmiede braucht. Neben dem Kupfer gibt es aber noch ein weiteres Erz, was ihr im Dunkelwald bekommen könnt. Und zwar ist das Zinn. Zinn sieht so aus, ist ein Stein mit so schwarzen, ja, Linien bzw. Adern drin. Und auch Zinn können wir ganz normal mit der Spitzhacke abbauen. Seht ihr direkt, haben wir 4 Stück ins Inventar bekommen. Und Zinn hält sich eben immer am Wasser im Dunkelwald auf. Ja, da müsst ihr drauf achten. Also Kupfer mittig, Zinn eher am Wasser. Das heißt, ihr könnt da so am Ufer langlaufen und das immer eben schön abbauen. Ganz wichtig als zusätzlichen Tipp noch, wenn ihr jetzt also eine Kupferquelle beispielsweise gefunden habt, dann markiert euch die auch gerne auf der Karte. Einfach mit einem Doppelklick rein und dann könnt ihr das Ganze beschriften und ihr wisst, wo das ganze Zeug dann ist. Das erleichtert euch auf jeden Fall einiges. Wenn ihr also euer Kupfer zusammen habt, dann müssen wir noch einen Dungeon besuchen gehen. Die sind ebenfalls überall im Dunkelwald verteilt. Müsst ihr ein bisschen das Auge offen halten. Ich entdecke auch immer noch wieder welche, obwohl ich schon dachte, ich hätte alle bei mir im Dunkelwald zum Beispiel gefunden. Da geht ihr einfach rein und da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Nehmt da am besten ein Schild mit und eine Waffe, die euch eben liegt. Bei mir ist es jetzt so, dass die Dungeons schon geklärt sind. Aber dennoch kann ich euch zeigen, wie diese Sortling-Kerne, die ihr jetzt braucht und den ihr sucht, aussieht, beziehungsweise ich zoome mal hier ran. Das ist so ein Stand, da wäre normalerweise ein Sortling-Kern drauf. Ich drop die mal eben hier raus und so sieht dann eben so ein Kern aus. Die hebt ihr dann also auf und ihr braucht insgesamt 10 Stück davon. Wichtig ist, natürlich liegen die hier nicht in 10er-Stacks rum, wie es jetzt bei mir der Fall war. Die habe ich ja nur aus dem Inventar gedroppt. Die liegen hier immer einzeln rum. Und es kann mal sein, dass ihr in einigen Dungeons gar keine findet und in anderen wiederum dann 7, 8 oder sogar noch mehr findet. Das ist völlig unterschiedlich. Da müsst ihr dann auf jeden Fall 1, 2, vielleicht auch 3 Dungeons abklappern und dann habt ihr auf jeden Fall das Material zusammen. Seid da auf jeden Fall vorsichtig, denn da können Skelette drin sein, da können Geister drin sein. Gerade die Skelettbogenschützen haben das in sich. Da also Vorsicht walten lassen. Jedenfalls, wenn ihr zurück in der Base seid, dann könnt ihr in euer Baumenü gehen und zwar einmal unter Herstellung. Hier gibt es einmal einen Schmelzofen und es gibt einen Kohlemeiler. Beide kosten 20 Stein und 5 Sortlingkerne. Die stellt ihr euch auf. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Nein, das ist einfach meine Base, die wir auch zum Stream auf Twitch nutzen. Und genau, also wenn ihr einen Kohlemeiler aufgestellt habt, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dann könnt ihr den mit Holz befüllen. Wenn das Holz drin ist, verbrennt der Kohlemeiler das eben zu Holzkohle, die ihr dann wiederum benutzen könnt, um euren Schmelzofen anzutreiben. Der Schmelzofen funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier auf der linken Seite sozusagen, wenn wir davor stehen, einen Eingang für unsere Erze. Den können wir eben auch komplett voll machen. Und ihr seht, der ist noch nicht an. Auf der rechten Seite haben wir dann eben den Eingang für die Holzkohle. Da könnt ihr einfach auch E drücken und komplett voll machen und dann dauert das ein bisschen und dann kommt da der Barren eben raus. Da müsst ihr also immer darauf achten, dass ihr genügend Kohle am Start habt. Da könnt ihr einfach auch den Kohlemeiler quasi passiv laufen lassen. Keine Ahnung, ihr haut euer 25 Holz rein und geht irgendwas farmen. Dann wird das weiterhin produziert und da ist dann auch schon der erste Barren draußen. Das ist jetzt Silber, das ist noch von was anderem. Aber so funktioniert auf jeden Fall schon mal dieses ganze Kohlemeiler-Schmelzofen-System. Und ganz, ganz wichtig, anders als in anderen Spielen ist es hier so, wenn ihr jetzt schlafen geht, ja, es ist jetzt Abend, dann macht auf jeden Fall den Kohlemeiler und den Schmelzofen voll, denn geht ihr schlafen, wird die Zeit vorgespult und der Kohlemeiler und der Schmelzofen, die produzieren weiter. Das heißt, am nächsten Morgen habt ihr dann einfach schon sehr viel durchgebrannt, was natürlich mega nice ist, da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut die Nacht nutzen. Wenn eure 6 Kupfer durchgebrannt sind, dann könnt ihr wieder euren Hammer rausholen und einmal eine Schmiede craften. 4 Stein, 4 Kohle, 10 Holz und 6 Kupfer. Let's go. Könnt ihr
einfach platzieren. Ich mache das jetzt mal exemplarisch hier, einfach nur, um euch das zu zeigen. Allerdings ist es so, dass ihr da auch wieder ein Dach drüber bauen müsst, wie bei einer Werkbank. Und eigentlich ist es auch schlauer, das Ding draußen zu haben, bei seinen ganzen Schmelzöfen. Ich habe es aber trotzdem in der Bude. Und da werdet ihr jetzt auf jeden Fall schon durch euer Kupfer ein Rezept freigeschaltet haben. Und zwar könntet ihr dann theoretisch das Kupfermesser bauen. Aber um weitere Rezepte freizuschalten, habt ihr jetzt hier die Chance, Bronze herzustellen. Dafür braucht ihr 2 Kupfer und 1 Zinn. Ich würde euch aber empfehlen, immer zu warten, bis ihr 10 Kupfer und 15 habt. Dann könnt ihr nämlich immer 5-mal Bronze direkt herstellen und müsst nicht so häufig draufklicken. Jedenfalls, wenn ihr das eben herstellt, dann schaltet ihr eine Menge weiterer Rezepte frei und wisst dann auch eben, wie viel ihr noch farmen müsst, damit ihr beispielsweise euch dann einen Bronze-Brustpanzer machen könnt oder einen Bronze-Beinschutz. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, was ihr dann auch herstellen könnt, ist ein Pflug. Ganz, ganz wichtig, um Felder anzulegen, habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch auch oben. Ansonsten, weil ihr müsst jetzt erstmal ein bisschen farmen, weil ihr braucht ja immer 2 Kupfer, 1 Zinn für den 1 Bronze. Das dauert natürlich ein bisschen. Da würde ich euch noch empfehlen, dass ihr mit dem Karren dann farmen geht. Da bin ich auch in einem Video nochmal genauer drauf eingegangen, wie das Ganze funktioniert. Verlinke ich euch ebenfalls oben. Wenn ihr das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.